Willkommen zu einem neuen Zoo-Check auf dem bunten Schnitzel. Heute geht es um den Affen- und Vogelpark Eggenhagen. Direkt am Anfang erwarten den Besucher Erdmännchen. Den Listäffchen hingegen war es zu kalt. Sie hatten sich in ihr Innenhaus verzogen, weshalb man sie nicht sehen konnte. Im Gehege dahinter findet man Kaptriele und Säbelschlangen. Dahinter leben westafrikanische Zwergziegen in einer Anlage, die zum Zeitpunkt unseres Besuches etwas verschlammt war. Dahinter leben in Volieren verschiedene Papageienarten. Dahinter leben Hausschweine in einer Anlage, die persönlich zu klein ist, da sie auch nicht nach draußen können. Diese Anlage ist gar nicht. Nur am Rande sei auch dieser schön angelegte Garten erwähnt. Gegenüber leben Schleiern, Eulen und von der Deckentokos. Von der Deckentokos zählen zur Familie der Hornvögel. Dahinter leben Zauneidechsen. In einer weiteren schön gestalteten Voliere findet man noch Gänse und Mandarinen. Direkt dahinter liegt eine begehbare Eulenanlage, die sogenannte Eulenburg. Sie wurde schön angelegt und ist toll bepflanzt. Die Eule hingegen hatte sich versteckt. Durch einen kleinen hölzernen Weg gelangt man zu einer wunderschön gestalteten Uhu an. Dieser Weg sieht einfach nur genial aus. Hier kann man Weißnackenkraniche beobachten. Weißnackenkraniche ernähren sich überwiegend von pflanzlicher Kost, fressen aber auch kleine Tiere. Durch eine Doppelschleuse gelangt man in die begehbare Wellensittichanlage. Direkt dahinter kann man Benett-Kängurus in einer schönen Anlage bestaunen. Die hohe Anzahl an begehbaren Anlagen lässt sich hier auch mal herausheben. Besonders die Kängurus und Wellensittiche sind auch sehr beliebt. In einer weiteren begehbaren Anlage mit Vögeln schwimmen auch Fische. Dahinter lebt auch noch ein großer Kohlgrabe. Dahinter finden sich noch zwei Fahrgeschäfte. Allerdings ist es sehr schade, dass diese im typischen Kirmeslook daherkommen. Besonders in seinen tiefen Gehegen zeigt der Teil verliebt auf die Region anspielen kann. Wobei es sehr schade ist, dass die Gondeln auch nicht so regional gestaltet sind. Das enttäuscht mich persönlich sehr. Dahinter befindet sich eine Bergbahn, die bei unserem Besuch aufgrund von Nässe außer Betrieb war. Auch bei diesem Wasserbob setzt der Affen- und Vogelpark eben auf eine Kirmesgestaltung, die nicht sehr schön aussieht. Allerdings ist die knallige rote Farbe doch nicht. Im Schatten des Wasserbobs befindet sich die schön gestaltete Nasenbeeranlage. Dahinter leben noch mehr Schweinchen. Dahinter liegt die begehbare Anlage der Totenkopfaffen. Die Anlage ist erneut wunderschön gestaltet. Und wie immer ist sie ja auch begehbar. Das finde ich persönlich an diesem Zoo sehr besonders. Die viele Anzahl der begehbaren Anlagen gefällt mir extrem gut, da man den Tieren hier, dass das nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist. Deshalb ist der Besuch allein schon wegen dieser Anzahl der begehbaren Anlagen ein Muss. Dahinter folgen weitere Attraktionen, in deren Nähe gerade ein Piratenspielplatz entsteht. Auch ein zweiter und schönerer Butterfly findet sich hier. Dahinter befindet sich die begehbare Anlage von Berberaffen und Nandus. Die toll gestaltete Anlage ist natürlich begehbar. Allerdings ist sie auch extrem groß. Ein toller See findet sich hier ebenfalls, aber man muss aufpassen. Die Berberaffen kommen gerne auch mal in deine Nähe und können dir auch etwas klauen. Auch kleine Berberaffen finden sich in der Anlage. Läuft man nun weiter, gelangt man zu den in Afrika heimischen Kronenkranichen. Dahinter leben Schneeeulen in einer schönen Anlage. Dahinter leben gegenüber vom Wasserbob Polarfuchs. Dahinter leben Nachtreiher. Sie teilen sich ihre Anlage mit den Jungfernkranichen. Bartkauz kann man dann hier auch beim Fliegen beobachten. Er teilt sich das Gehege mit dem Diamantfalken. Dahinter leben noch die in Asien beheimateten Kurzkranichen. Sie ernähren sich überwiegend von Krebsen, Schnecken und auch manchmal von Fischen. Und auch von Muscheln. Ganz dahinter finden sich auch noch Emus, über die ich in meinem Video zum Wildgehege-Hellental auch schon deutlicher gesprochen habe. Dahinter befindet sich, zumindest so wie es aussieht, noch eine im Bau befindliche Anlage. Worum es sich hierbei genau handelt, kann ich euch aber leider nicht sagen. Dahinter liegt eine weitere Voliere. In einer ebenfalls sehr schön gestalteten Voliere teilen sich Chile-Flamingos das Gehege mit Zwergflamingos sowie auch Kastanienenten. Diese tolle Vielfalt wird durch Chile-Pfeifenten noch ergänzt. In einer weiteren Voliere leben noch Zwergsäger.
In einer anderen Voliere haust ein Schildturako. Dieser Vogel zeigt eine beeindruckende Farbenpracht. Nun folgen noch einige Ibisse. In einer weiteren begehbaren Anlage findet man Rotwangen-Schmuckschildkröten. Dahinter liegt noch ein großer Teich mit Enten und Gänsen. Dahinter leben noch Schwarzstörche, die ja auch bei uns in der Eifel wieder angesiedelt werden. Es folgt eine weitere begehbare Anlage, in der unter anderem auch Nachtreiher hausen. Diese haben hier ein Nest und scheißen gelegentlich auch mal runter. Das Ganze geht wieder in einer begehbaren Anlage mit Helmperlhühnern um. Hier gibt es auch einen weißen V. Und auch den bekannten, wo ist er jetzt? Blauen V. Auch einige Hühner kann man noch mal sehen. Dahinter findet man erneut Kronkraniche. Dahinter finden sich noch mal bolivianische Totenkopfäffchen. Nun läuft man erneut bergauf. Bevor man zum Ausgang gelangt, ist noch die Anlage der Trompetenhornvögel. Dahinter finden sich noch mal Weber und auch Glanzstare. Dann folgt eine kleine Freiflughalle. Hier ruhen sich an einem Wasserteppich, in dem auch Kois drin schwimmen, gefühlte 1000 Schildkröten in der Sonne auf. Ein geschultes Auge kann hier aber auch zahlreiche Vogelarten und sogar Weißbüschelaffen erkennen. Auch ein babylachender Hans lebt hier. Er fliegt gelegentlich gegen die Scheibe, was ziemlich lustig aussieht. Dieses gegen die Scheibe fliegen sieht dann so aus. Auch tolle Käfer und wandelnde Blätter findet man hier. Auch andere frisch geschlüpfte Tiere findet man hier. So wie ein Bio. Fazit. Der Affen- und Vogelpark Eckenhagen ist auf jeden Fall ein sehr schönes Besucherziel. Man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Besonders hervorzuheben ist der starke Bestand an Vögeln und vor allem die vielen begehbaren Anlagen, die sich ja auch nicht nur auf die Vogelwelt beschränken. Dementsprechend ist der Park echt gut und kommt auch mit einer schönen Gestaltung her. Einzig die eigenen Fahrgeschäfte könnten mehr an den Look des Parks angepasst sein. Trotzdem ist für mich der Park ein Affentisch. Ein sehr schöner Park, der viele schöne Tierarten in guten Anlagen hält. Deshalb sollte man auch mal hierhin fahren. Das war's. Falls ihr noch nicht genug habt, schaut euch doch einen anderen Zoocheck an. Und falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, drückt auf den Abo-Knopf. Danke!